hast einen akuten Bandscheibenvorfall und leidest am starken Rückenschmerzen, die ins Bein ausstrahlen? In diesem Video erzähle ich dir, wie du deinen Heilungsprozess unterstützen kannst, wie lange das Ganze dauert und was du machen solltest, damit deine Schmerzen nicht noch schlimmer werden. Die Bandscheibe liegt zwischen zwei Wirbelkörper und die hat hauptsächlich zwei Anteile, die nicht klar voneinander abgegrenzt sind, aber die sehr unterschiedlichen Funktionen haben. In der Mitte ist ein gelatinartiger Kern, der hauptsächlich für Stoßdämpfung verantwortlich ist. Drumherum ist dann eher ein Faserring, die besonders wichtig für die Beweglichkeit, aber auch für die Stabilität der Wirbelsäule verantwortlich ist. Je nach Krankheitsbild kann diesen Ring drumherum unterschiedlich verletzt sein. Es kann vorkommen, dass nur der innere Anteil von dem Ring verletzt ist. Bei Belastung drückt sich dann dieser Kern nach außen und die Außenfaser von dem Ring, die sind ja noch heil, die erfahren eine Dehnung und werden dann vorgewölbt nach hinten Richtung Wirbelsäulekanal. In anderen Fällen kann diesen kompletten Ring verletzt sein und dann tritt diesen Kern, dieser gelatinartigen Kern, kann dann von der Mitte raustreten bis in den Wirbelkanal hinein. Die Verletzung von diesem Faserring sorgt für eine lokale Entzündungsreaktion mit Schwellungen. Und diese Entzündung und diese Schwellung sorgt dafür, dass die Nerven drumherum gereizt werden und deshalb hast du Schmerzen. Die wichtigste Erkenntnis der letzten Jahre ist, dass ein Bandscheibenvorfall sich komplett wieder heilen kann. Bis zu 70% der Fälle werden von dem Körper komplett abgebaut und wieder verheilt. Das heißt, dein Körper ist in der Lage, diesen Material, was jetzt ausgetreten ist, und diese Entzündungsreaktion wieder komplett abzubauen und somit auch beschwerdenfrei zu werden. Damit es schnell wieder heilt, ist es wichtig, in dem Bereich auch einen guten Stoffwechsel zu haben. Und genau hier ist eine Besonderheit der Bandscheibe. Die Bandscheibe selber hat keine Blutgefäße. Sie muss von der umliegenden Gewebe, der Knochen und der Bänder mit Nährstoffen mitversorgt werden. Wie ein Schwamm nimmt die Bandscheibe bei Entlastung frische Nährflüssigkeit auf und dann bei Belastung gibt sie dann die gebrauchte Nährflüssigkeit wieder ab. Gezielte Übungen können sich positiv bei ausstrahlenden Schmerz beim Bandscheibenvorfall auswirken. Und je nach Phase, das heißt in der Akutphase oder in der späteren Phase, müssen diese Übungen angepasst werden an die Bedürfnisse von dem Patienten. In der Akutphase ist das Erste, was man erreichen will, eine Schmerzlinderung bzw. eine Reduktion der Ausstrahlung, damit du schnellstmöglich wieder an deine Alltagsaktivitäten teilnehmen kannst, sowohl in dem Beruf als auch in der Freizeit. Einfache Übungen, die die Schmerzlinderung bringen können, zeige ich dir jetzt. Am Anfang ist es wichtig, dass man versucht, so wenig Beweglichkeit wie möglich in den Segment zu erreichen. Das heißt, je stabiler es ist, desto weniger Schmerzen wirst du hochwahrscheinlich auch erfahren. Deshalb geht bei dieser ersten Übung darum, dass du deine Core-Muskulatur, das heißt die Muskeln von dem vorderen Bereich und den Rücken, die drumherum sind, aktivieren, anzuspannen, damit die Wirbelsäule gerade bleibt. Aber trotzdem leichte Bewegungen zwischen den Segmenten stattfinden und somit der Stoffwechsel angeregt wird. Du solltest deine Beine anbeugen, Hüftbreite auseinander, die Füße sind beide komplett auf dem Boden. Deine beiden Hände solltest du jetzt auf dem Boden platzieren bzw. auf dem Bett und jetzt ganz bewusst die Hände nach unten drücken. Durch dieses nach unten drücken aktivierst du den Latissimus dorsi. Das ist ein großer Muskel von deinem Rücken, die hält die Lendenwirbelsäule auch gerade. So, jetzt drückst du einmal erstmal nach unten,
Als nächstes versuchst du dann, deinen Bauch anzuspannen, so als ob du deinen Bauchnabel reinziehen willst. Die Rippen, die solltest du nach unten bringen und dein Bauchnabel wird reingezogen. Stell dir mal vor, du hast eine sehr enge Hose, die du anziehen willst und damit ziehst du deinen Bauch rein, damit die Hose zugeht. Genau diese Spannung solltest du erzeugen. Gleichzeitig versuche aber, nicht deine Lendenwirbelsäule nach unten zu drücken gegen die Matte, aber auch nicht in Hohlkreuz zu gehen. Einfach gerade lassen. Das heißt, du bist von der Lendenwirbelsäule nicht in Hohlkreuz, aber dein Rücken ist auch nicht gegen den Boden gedrückt. So, nochmal von vorne. Die Hände, die drückst du nach unten gegen den Boden. Den Bauchnabel oder den gesamten Bauch, den spannst du jetzt an, sodass du deine Taille schmaler machst. Hältst jetzt diese Spannung und versuchst nun, das Bein, wo du die Ausstrahlung hast, langsam zu strecken. Die Ferse soll die ganze Zeit auf dem Boden bleiben und dann rutschst du das Bein nach unten so weit, bis sie komplett durchgestreckt ist. Das Wichtige dabei ist, wenn du jetzt das Bein nach unten hast, darf dein Becken nicht in Hohlkreuz kommen, sondern muss die ganze Zeit gerade bleiben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du deine Hände nach unten drückst, damit du diese große Rückenmuskel auch mit aktivieren kannst. Dann einatmen und bei der Ausatmung ziehst du das Bein wieder zu dir ran. Alles komplett locker lassen, die Spannung wieder lösen. Ganz wichtig, bei dieser Übung geht es um die Genauigkeit der Bewegung. Das heißt, du sollst sie eher langsam durchführen, aber dafür sicher sein, dass du die ganze Zeit diese Stabilität auch halten kannst. Einatmen, ausatmen, Hände nach unten gegen den Boden drücken, Bauch anspannen, so als ob du eine Hose anziehen willst. Und dann das Bein langsam strecken und dabei achten, dass du dann vom Rücken her nicht in Hohlkreuz fällst. Einatmen, locker lassen. Und bei der nächsten Ausatmung das Bein wieder ranziehen. Diese Bewegung solltest du jetzt für mindestens 15 Mal wiederholen. Und ihn idealerweise könntest du dann 3 Serien davon durchführen. Bei einem akuten Bandscheibenvorfall tendieren Beugbewegungen, das heißt sowohl den Rumpf nach vorne als auch das Bein ranzuziehen, all das, wo du eine Beugung der Lendenwirbelsäule machst, tendieren die Beschwerden zu verstärken. Viele Patienten erfahren durch eine Überstreckung der Lendenwirbelsäule eine Erleichterung der Symptome. Und genau das ist, was man sucht. Eine einfache Möglichkeit, um diese Überstreckung zu bekommen und dadurch eine Entlastung der Bandscheibe, ist diese Übung. Du solltest dich an eine Wand reinstellen. Deine Hände weit auseinander und deine Beine auch ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander. Jetzt als erstes drückst du deine Hände ganz bewusst gegen die Wand und versuchst jetzt in dieser Position deinen Rumpf, vor allem das Becken, nach vorne zu bewegen, Richtung Wand hin. Wenn du den Bereich erreicht hast, was für dich in Ordnung ist, wo du keine Schmerzen hast, dann spann zuerst das Gesäßmuskel an, drück die Hände ganz doll gegen die Wand und stoß sie dann wieder ab. Und beim nächsten versuchst du das jetzt ein bisschen tiefer zu kommen. Das heißt, Hände gegen die Wand. Und dann langsam das Becken nach vorne wegrutschen lassen. Bis da, wo du keine Schmerzen hast, Druck verstärkt, Gesäß anspannen und dann wieder von der Wand weg. Wenn du Schwierigkeiten hast mit der vollen Streckung von den Armen, kannst du die gleiche Übung genauso machen mit gebeugten Ellenbogen. Wenn du jetzt es so machst, dann versuche darauf zu achten, dass du nicht nur den Brustkorb bewegst, sondern der Fokus von der Bewegung sollte tatsächlich auch das Becken sein. Diese Übung solltest du schmerzadaptiert machen. Das heißt nur so weit, bis du keine Schmerzen hast, beziehungsweise das Gefühl hast, dass die Ausstrahlung zurück zur Mitte kehren. Wenn möglich, solltest du auch hier mehrere Wiederholungen machen. Das heißt, Ziel wären zwischen 12 und 18 Wiederholungen. Mindestens 3-mal. Kennst du jemanden, der gerade an einem akuten Bandscheibenvorfall leidet?
dann schick ihm dieses Video, damit auch er ein bisschen Linderung erfahren kann. Bei der nächsten Übung geht es ebenfalls darum, dass man eher in der Streckung der Wirbelsäule geht und nicht in der Beugung und gleichzeitig die Muskulatur in den Rücken aktiviert. Dafür solltest du dich jetzt auf den Rücken hinlegen. Deine Hände, die werden jetzt neben deinen Körper gelegt und ebenfalls hier solltest du gleichzeitig auch die Hände nach unten gegen den Boden drücken. Durch diese Vorspannung hast du schon eine gute Aktivierung von den großen oberflächlichen Muskulatur der Rücken. Die Ferse, die solltest du jetzt ganz bewusst gegen den Boden nach unten drücken. Dann als erstes kippst du das Becken zu dir ran. Jetzt solltest du wirklich das Becken zu dir rankippen. Und möglicherweise würdest du jetzt spüren, wie deine Lendenwirbelsäule nach unten gegen den Boden gedrückt wird. Wenn du diese Vorspannung erstmal hast, versuch dann jetzt hier hochzukommen, das Gesäß von dem Boden hochzuheben. Bleibst oben vor ungefähr 3 Sekunden und kommst dann langsam wieder runter. Erst dann, wenn dein Kreuz auf den Boden kommt, dann kannst du diese Vorspannung wieder lösen. Durch diese Voranspannung ist deine Wirbelsäule erstmal ein bisschen stabiler bzw. fester gehalten durch die Muskulatur und du hast nicht eine so große Reizung auf die Bandscheibe. Hände nach unten gedrückt, das Becken zu dir gezogen, Lendenwirbelsäule gegen den Boden, Gesäßmuskel gut anspannen und dann von dem Boden hochheben. Wenn du jetzt oben bist und gleichzeitig einen Krampf an der Oberschenkel-Hinten-Muskulatur spürst, ist es ein Zeichen dafür, dass du eher diesen Muskel nutzt und nicht das Gesäßmuskel. Wenn es bei dir so der Fall ist, dann komm wieder zurück nach unten, zieh die Ferse ein bisschen mehr ran zu dir und dadurch hast du eher eine Aktivierung der Gesäßmuskulatur. Hände nach unten, Becken zu dir, Lendenwirbelsäule gegen den Boden, ausatmen, hochkommen. Oben kurz bleiben und dann langsam wieder runter. Wenn das Kreuz den Boden erreicht hat, Spannung wieder lösen. Auch diese Übung solltest du versuchen, mehrmals zu durchführen. Du brauchst viele Wiederholungen. Es ist aber besser, dass du mehrere Serien machst, als nur eine einzige Serie mit 12 Wiederholungen zum Beispiel. Du kannst es gut teilen und dafür diese einfach häufiger am Tag machen. Und jetzt bei den letzten Übungen geht es wieder darum, dass du versuchst, deine Lendenwirbelsäule in der Streckung zu bringen, damit du eine Entlastung von der Bandscheibe hast. Dafür solltest du dich auf Vierfüßlerstand kommen. Die Füße sind aufgestellt, Hüfte und Knie sind in 90 Grad. In dieser Position solltest du jetzt versuchen, das Becken nach vorne zu bringen. Und dann wieder zurück. Wenn es für dich leichter ist, kannst du deine Hände ein bisschen mehr nach vorne bringen. Dadurch wird die Übung ein bisschen leichter. Ausatmen, das Becken zu dir herankippen und dann die Hüfte nach vorne Richtung Boden. Nur so weit, wie du keine Schmerzen hast. Und dann wieder zurück. Du musst definitiv nicht so tief gehen. Aber wichtig ist, dass du versuchst, bei jeder neuen Wiederholung ein kleines Tick weiter nach vorne zu kommen. Lass die Schwerkraft das Gewicht von deinem Rumpf nach unten Richtung Boden bewegen. Diese Übung ist meistens ziemlich angenehm. Nachdem du jetzt halt diese Übung so ungefähr 12 bis 15 Mal gemacht hast, kannst du versuchen, einen kleinen Tick nach hinten zu gehen. Aber dabei achten, dass du als erstes das Becken zu dir herankippst. Dadurch wird die Lendenwirbelsäule gerade und dann das Gesäß nach unten Richtung Ferse. Und dann wieder nach vorne in die Streckung. Bei Bewegungen, indem du den Rumpf drehst, entsteht mehr Zugbelastung auf dem Faserring. Und bei Bewegungen zum Vorwärtsbeugen entsteht mehr Druck auf diesen mittleren Kern. Diese Art von Bewegungen soll in der ersten Phase eher vermieden werden. Wichtig ist in der ersten Phase. Das heißt,
Wenn du etwas Schweres von dem Boden hochheben willst, ist es sinnvoller, dass du das als erstes das Becken zu dir rankippst, dann tief in die Hocker gehen, mit einem richtig runden Rücken heben und dann von dem Knie aus hochgehen. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite wäre, dass du komplett die Hüftbeugung nutzt. Das heißt, die Knie bleiben durchgestreckt und du gehst mit dem geraden Rücken vorwärts, hebst es hoch und dann mit dem geraden Rücken wieder hoch. Ebenfalls bei dem Schuhen anziehen ist es nicht so sinnvoll, dass du dich vorwärts beugst. Besser wäre, dass du ganz bewusst deinen Fuß nach oben bringst, so die Socken anziehst oder deinen Schuh anziehst und dann mit dem geraden Rücken wieder hochkommst. Diese Empfehlungen gelten aber nur für die ersten 4 Wochen bzw. bis deine Beschwerden abnehmen, was zuerst kommt. Danach ist es wichtig, genau diese Bewegungen auch in deinen Trainingsplan zu integrieren, damit deine Wirbelsäule und deine Bandscheibe kräftig genug sind in alle Richtungen. Und zu guter Letzt, ein akuter Bandscheibenvorfall kann bis zu 6 Wochen dauern, bis die Beschwerden deutlich abnehmen. Bleib dran und mach die Übungen mindestens 2-mal am Tag, damit du deine Heilung auch unterstützen kannst und schneller beschwerdenfreier wirst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und ich freue mich, dich wiederzusehen beim nächsten Video. Tschüss!